Willkommen! Heute möchte ich Ihnen die App Libby vorstellen und was Sie damit tun können. Mit der Libby-App können Sie auf unseren Overdrive-Bestand auf dem Mobilgerät zugreifen. Hier finden Sie E-Books und E-Audios in englischer Sprache. Zuerst können Sie die Libby-App sowohl im App Store wie im Google Play Store kostenlos herunterladen. Nach dem Herunterladen kann die App geöffnet werden und es erscheinen ein paar Fragen. Bei der ersten Frage können Sie, wenn Sie einen Ausweis der Münchner Stadtbibliothek haben, auf Yes klicken. Bei der zweiten Frage klicken Sie bitte auf die zweite Option, I will search for a library. Nun können Sie bei der Lupe die Münchner Stadtbibliothek eingeben und dann direkt die Münchner Stadtbibliothek anklicken. Anschließend klicken Sie hier bitte auf Enter Library Account Details. Sobald Sie dies tun, kommt der normale Login der Münchner Stadtbibliothek und Sie können hier Ihre Ausweisnummer und Ihr Passwort eingeben und sich so in der Libby-App anmelden. Sobald die Anmeldung funktioniert hat, klicken Sie auf Next. Nach dem Login befinden Sie sich im Bestand von Overdrive und können hier herumstöbern. Wenn Sie einen Titel gefunden haben, können Sie auf den klicken und sehen hier jetzt auch, dass wir uns diesen ausleihen können. Dafür klicken wir auf Borrow. Sobald Sie auf Borrow geklickt haben, öffnet sich das Buch und Sie können anfangen, dieses Buch zu lesen. Wir hoffen, das Video hat Ihnen gefallen und wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Libby-App und dem Bestand von Overdrive. Ihre Münchner Stadtbibliothek.